Mogli moderiert heute an. Nicht wahr? Erzähl, mein Schatz. Erzähl mal. Ja, also, wir haben heute einen kleinen Haul von Doreen Beats. Gell, mein Schatz? Du hättest lieber einen Haul von Fressnapf oder so, gell? Ja, ich muss das Büchchen mal wegpacken, weil die Adresse drauf steht. Und würde sagen, wir fangen mal direkt an. Also, hi nochmal. Ich war jetzt ein bisschen abgelenkt von Mowgli. Und zwar habe ich ein paar Sachen von Doreen Beats nüschtollet. Und ich bin mit zwei Sachen auch nicht so wirklich zufrieden. Und dann fange ich mal an. Ich habe mir hier nochmal goldene Verlängerungskettchen mitbestellt. Das ist die Nummer. Nee, Quatsch, das sind nicht diese Verlängerungskettchen, die ich sonst habe. Mal ein bisschen runter hier. Ich erzähle ja Grütze. Ich habe nämlich, glaube ich, Meta-Kettchen bestellt. Also Meta-Ware in Gold. Wenn mich nicht alles täuscht. Das werden wir gleich wissen. Oh, wie ich diese Tütchen hasse. Ich sag's euch, ich hasse diese Tüten. Boah, ey. So, gucken wir mal. Genau. Ah, cool. Sehr, sehr geil. Die fand ich so schön. Und das ist, wie gesagt, Meta-Ware. Ich habe halt diese kleinen Verlängerungskettchen für meine Anhänger. Kennt ihr? Ach, die sind hier so dran irgendwie, oder was? Naja, gut. Das sind 5 Stück. Boah, das ist einiges. Das ist jetzt. Nee, das ist alles. Oh mein Gott, das ist ein Teil, Leute. Ein Teil. Ja, man kann sich das ja abknipsen, wie man braucht. Und das gefällt mir. Dachte ich erstmal was anderes, weil die sehen auch ein bisschen besser aus. Oder anders als die Verlängerungskettchen. Ja. Da habe ich mal was Goldenes mitbestellt. Das ist ja wirklich relativ viel. Ja. Die sehen, wie gesagt, ein bisschen anders aus als die Verlängerungskettchen, die ich sonst habe. Hübsch auf jeden Fall. Muss man natürlich sehr aufpassen, dass die ganze Kacke hier nicht verknotet. Kann ich überhaupt nicht leiden, wenn ich ehrlich bin. Hier so an einem. Ein Ding, das verknotet mir doch. Oh mein Gott. Das werde ich mir gleich wieder ordentlich machen. Hier ist die Nummer. Da krieg ich schon wieder irgendwie Akkus, ne? So in einem Stück. Und ich muss sehen, wie ich mir das da mal zurechtpopel, dass es nicht verknotet. Ja, ich habe eh Laune, weil. Ich habe mir diese Buchstabenperlen bestellt zweimal. Das sind 200 Stück. Ist ja nicht doll. Für Buchstabenperlen ist es wirklich nicht viel. Deswegen habe ich zweimal genommen. Ja, das hätte ich mir mal klemmen sollen, weil. Also ich finde die zwar sehr schön, die sind aber transparent, was ja auch in Ordnung ist. Wollte ich ja so und halt bunt. Aber ja, ich habe schon so die eine oder andere Perle gesehen, die man überhaupt nicht verwenden kann, weil man den Buchstaben einfach gar nicht sieht, ja. Aber gut, ich hoffe, dass es nicht die Regel ist. Also hier jetzt, was ich so sehe, ja, sieht okay aus. Aber es ist auch nicht so der Oberbrenner einfach. Das ist also hier dieses W. Also ihr seht, das ist jetzt nicht gerade bei diesen hellrosanen. Sieht man das schon sehr schlecht, wie ich finde. Naja. Schade eigentlich, weil sonst sind die sehr schön. Ja, so bei den dunkleren. Also hier zum Beispiel. Es geht eigentlich, aber das Y zum Beispiel ist jetzt auch nicht so der Oberreißer. Oder hier das A. Also das ist so ein bisschen. Die weißen Buchstaben da drauf sind nicht gut. Ja,
gedruckt oder geprägt oder was auch immer. Aber es ist wahrscheinlich immer unterschiedlich. Hier zum Beispiel geht's. Ja, nee, mit den Buchstaben bin ich jetzt nicht so zufrieden. Und da hatte ich zwei Packen. Mal gucken, wie es ist, wenn ich die denn verwenden möchte. Und dann habe ich mir diese bestellt. Das sind gleich 1000 Stück. Und das braucht man auch. Also, weil ich habe schon so oft den Fall gehabt, dass wenn man zu wenig von so einer Sorte Buchstabenperlen hat, ja, dann will man irgendeinen Namen kreieren und dann fehlt irgendein Buchstabe. Das ist richtig beknackt. Deswegen finde ich jetzt hier 1000 Stück Minimum. Ganz in Ordnung. Ich dachte, es wäre ein schönes Rosa oder Pink, aber es ist es leider auch nicht. Die sind in Ordnung, aber es ist nicht die Farbe, die ich mir jetzt so gewünscht hätte, weil es ist, ja, man sieht die Buchstaben schön, das ist fein, aber ihr seht, das ist nicht wirklich rosa, das ist auch nicht pink, das ist irgendwie, wie sieht auch nicht, eine Mischung zwischen Pfirsich und Kacke oder so. Keine Ahnung. Also, es ist eine ganz kuriose Farbe, finde ich auch schade. Tja, was soll ich sagen, wa? Aber gut. Das ist so, ja, eine Mischung zwischen, weiß ich nicht, pfirsichfarben und, weiß ich nicht, kackbraun oder so. Also mit Rosa hat das nicht wirklich viel zu tun, finde ich. Rosa ist hier, ja. Ihr seht, hier ist Rosa. Und das hier ist, weiß ich nicht, was. Ja, also diesmal bin ich echt nicht wirklich zufrieden. Denn hier kommt wieder was, wo ich nicht so wirklich zufrieden bin. Das sind, hier ist die Nummer, das sind 50 Stück. Ich habe ja diese kleinen Acrylherzen, die ich meistens auch immer mit an die Pfötchen oder so bamsel. Die finde ich total toll. Das sind ja so, ja, so diese Pastellfarben. Und da dachte ich, oh, bestellst du dir nochmal transparente und facettiert. Habe ich auch, aber dann sind voll die Ballermänner. Also, ja. Die sind mir irgendwie zu groß. Das ist, um als Charme dann mal so mit dran zu bammeln, an so ein Pfötchen zu groß. Finde ich sehr schade, weil sonst sind die sehr schön. Aber ob ich die jetzt behalte, weiß ich auch noch nicht. Die sind schön, aber wie gesagt, die sind facettiert. Aber nee. So, das war ja gedacht, um mit an so ein Pfötchen oder so zu bamseln. Und da finde ich die echt zu groß. Tja, so ist das manchmal. Man achtet ja auch nicht immer so drauf, was da jetzt an Größenangabe steht. Man denkt, ach ja, die Herzen, die sind halt so klein wie die, die man schon hat. Arschlecken, tralala. Oh, ich bin total. Diesmal bin ich echt so richtig angepisst. Sag ich jetzt auch mal so, ja. Weil, weiß ich nicht, die Buchstaben sind nicht der Burner, die sind nicht rosa, die sind zu groß. Das ist ein Stück. Also Doreen Beats. Auch nicht immer so der Reißer. Ich bestelle auch sehr selten da. Aber manche Sachen braucht man. Wie zum Beispiel die. Und da kann man jetzt auch nichts sagen. Die sind in Ordnung. Da habe ich gleich mal die 100er Packung genommen, weil ich hatte letztes Mal 30 Stück. Die waren an einem Abend verbraucht. Und ich werde die auch nicht ständig nehmen für meine Resin-Teile, weil die sind unglaublich schnell weg. Ich mache halt ansonsten mit Verlängerungskettchen und Ösenringe oder Schlüsselringe, weil das ist. Die sind ja auch nicht so billig hier, die Ringe mit Kettchen. Und wenn ich jedes Teil damit machen würde, klar geht es schneller, aber wenn ich jedes Teil damit machen würde, dann sind die ganz schnell weg. Ich habe die letzten jetzt auch mit Verlängerungskettchen gemacht und klar, also ein bisschen mehr Fummelarbeit, aber geht auch, weil die kosten ja so um 4 Euro, 4,50 Euro. Ja, ist immer noch wenig, wenn man jetzt bedenkt, es sind 100 Stück. Ich habe mir übrigens auch, ich muss mal eben aufstehen. So, ich habe mal was geholt. Ich habe mir nämlich Schlüsselringe in Gold bestellt mit Kettchen. Das sind die sind traumhaft schön. Und zwar sind das 50 Stück, die sind aber von Amazon. Kommen zwar auch aus China, aber es hat eine Woche gedauert. Leute, eine Woche, da war der Kram hier. Das finde ich sehr schnell. Und die sind traumhaft schön, weil die kriegt man bei Doreen Beats überhaupt nicht. Und kosten 50 Stück. Knapp 6 Euro, glaube ich. Also 5 Euro und irgendwas.
Ja, weil die sind traumhaft schön. Weil ich mache schon auch mal ein goldenes Teil und dann sind die schon sehr geil. Ja. Aber wie gesagt, knapp 6 Euro, 50 Stück. Aber es ist im Grunde auch nicht unbedingt teuer. Also Schlüsselringe in Gold ist echt bei Dorian Beats schwer. Ich habe mir Schlüsselringe oder sind das eher so eine Spaltringe? Keine Ahnung, die werden auf jeden Fall nachgeliefert. Die sind mal wieder nicht da. Ich glaube, das sind die Schlüsselringe. Die sind auch ganz schnell weg. Die werden meistens nachgeliefert, weil die immer nie auf Lager sind. Also ich habe auf jeden Fall noch mal eine Packung mit 50 so Spaltringe oder Schlüsselringe, keine Ahnung. Man muss nicht unbedingt Schlüsselringe direkt nehmen, man kann eben große Spaltringe nehmen oder so, es geht auch. Ja, wie gesagt, das ist von Amazon. So, da sind wir gerade bei dem Thema Spaltringe. Da habe ich nämlich die bestellt, 500 Stück. Und ich glaube, das sind die mit 10 mm. Also ich nehme immer ganz gern bei Spaltringe 10 mm und 14 mm, weil das lässt sich ganz gut machen. Ich bohre ja Löcher in meine Resin-Teile, wie ihr wisst. Und da sind gerade so bei dünneren Teilchen die 10 mm Ringe super. Die kann ich dann durchwursteln durch meine Resin-Teil. Und die 14 mm Spaltringe kann man wunderbar nehmen als, habt ihr sicher schon gesehen in meinen Craft-Updates, kann man auch wunderbar nehmen als Schlüsselringe sozusagen. Also die werden jetzt zu klein. Das sind wie gesagt die 10 mm, glaube ich. Ich glaube, ich habe 10 bestellt, genau. Die sind cool. Das sind so Spaltringe, die kann man eben durch das Resin-Loch da stopfen und dann ist gut. Und wenn man, wie gesagt, Schlüsselringe kriegt man manchmal nicht und so. Und das kann man dann wunderbar nehmen, so dass ihr dann, wenn ihr keine Schlüsselringe findet oder so, dass ihr Spaltringe nimmt, also halt solche Spaltringe, so 14 mm oder so. Also ich finde so 14 mm oder ab 14 mm kann man wunderbar nehmen als Spaltring, als Schlüsselring sozusagen. Aber hier so 10 mm wäre natürlich zu klein. Ab 14 mm alles gut. So. Ach, ich hätte immer Liebe. La la la. Oh, habt ihr Zeit? Bitte schön, die Nummer 500 Stück. Goldene Sachen sind prinzipiell auch immer ein bisschen teurer. Warum auch immer, aber es ist eben so. Dann habe ich mir wieder meine Katzenschams bestellt. Die hatte ich schon mal, die finde ich irrsinnig süß. Und gerade wenn ich Katzenpfötchen gieße, finde ich die natürlich hervorragend. Das sind die, die sind traumhaft. Ich habe auch andere Katzen, aber ich finde die am schönsten. Ja, die sind traumhaft schön. Schade nur, dass die nicht beidseitig bedruckt sind, weil es ist immer, ich finde, wenn man an so ein Resin-Teil oder überhaupt Schlüsselanhänger oder so, finde ich das natürlich immer gut, wenn die beidseitig bedruckt sind, weil die sich drehen und wursteln. Und ja, egal, 40 Stück. Hier ist Stadtnummer. So. Und zu guter Letzt habe ich meine Einhornform, die endlich mal nicht ausverkauft war. Die kennt ihr mittlerweile auch alle. Jeder hat sie. Da gibt es auch nur eine von. Ja, ein bisschen kacke, aber ich weiß nicht. Ich gieße am liebsten eigentlich normale Formen, kleine Rechtecke, Quadrate, was auch immer. Weil ja, mit Sticker und da kann man sich am besten austoben. Aber ich wollte dieses Einhorn trotzdem irgendwie haben, weil es ist traumhaft schön, wie ich finde. Aber ja, eine Form ist natürlich jetzt auch nicht der Reißer, ne? Mal gucken. Ich habe sie halt und gut ist. Aber ich merke halt, dass meine Tendenz dazu geht, dass ich am liebsten Sticker eingieße und keine Motive. Wirklich. Also die Pfötchen sind noch in Ordnung. Aber so jetzt irgendwelche, weiß nicht, ich habe mir irgendwie eine Form geholt mit Gitarren, habe ich auch noch nie benutzt. Mit Kätzchen. Vielleicht probiere ich es mal, aber ich weiß nicht. Ich finde, das ist so öde irgendwie. Wenn man halt eine Form hat, wo man einen Sticker eingießen kann und so ein bisschen Pimmel, um Gottes Willen, Klimbim. Ja, also man kann sich kreativ schön austoben, wenn man halt
Textik eingießt. Ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Ich bin so ein bisschen, ja, ich hatte heute einen Termin im Krankenhaus und es war alles sehr aufregend. Und jetzt habe ich schnell noch mal eine Endschicht eben gegossen, obwohl ich auch nicht so die Lust hatte, aber habe ich schnell gemacht. Ich hatte ja gestern meine neue Form eingeweiht, die Puzzleteile. Jetzt habe ich gerade die Endschicht gegossen, bla 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 bla. Ich habe also so viel zu tun, ich bin im Stress. Und zu guter Letzt habe ich mir die bestellt, die kennt ihr auch alle. Ich war erst gar nicht so begeistert von diesen kleinen Formen. Ich habe mir die Rechtecke bestellt und dachte da damals, wo die gekommen sind, oh, sind die lütt, die benutze ich gar nicht. Ich benutze die jetzt so gerne, weil ich finde gerade diese kleinen Resin-Teilchen so schön. Erstmal verschwendet man wenig Harz und die sind so niedlich. Für einen Schlüsselanhänger finde ich das ist die richtige Größe. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich habe die kleinen Rechtecke. Jetzt möchte ich mir doch noch die kleinen Ovalen holen, was ich getan habe. Genau, das sind wieder die 5 Stück, aber die haben ja die meisten von euch. Und das war's auch schon. Hier ist die Nummer. Ja, das war mein kleiner feiner Haul. Die goldenen Ringe werden nachgeliefert. Mal gucken, wann die kommen. Ich bestelle wirklich auch nur, was ich brauche. Ich wollte ein paar Buchstabenperlen, aber ja. Ich denke, ich werde bei Ali ein paar bestellen, weil hier gefällt mir die Farbe nicht. Ich suche eigentlich richtig geil pinkfarbene. Die Herzen sind leider zu groß. Mal gucken, ob ich die behalte oder ob ich die verkaufe wieder. Und da werde ich mal gucken. Den einen oder anderen Buchstaben werde ich sicher verwenden können, aber es ist. Hier zum Beispiel, da sieht das sieht man ja sofort. Guck doch mal, wie schlecht das ist. Hier ist das F. Das F ist total kacke. Hier, das soll ein M sein. Da sieht man kaum was. Also richtig scheiße. Ganz ehrlich, aber da müsste man hinschreiben und denen die Dinger um die Ohren schmeißen. Ich zahle Geld dafür, da will ich auch was Vernünftiges haben. Wisst ihr Bescheid, wa? So, ich beende das Video. Geht auch schon wieder viel zu lange für den kleinen Mini-Haul. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Die Kette ist, wie gesagt, in einem Stück auch der Oberkracher. Muss man echt aufpassen, dass man die nicht verknotet, weil ansonsten ist die ganz cool. Da kann man sich die Länge direkt gleich abknipsen. Ja, ist ganz hübsch. Also vielleicht sollte man statt die Verlängerungskettchen immer einfach Meterware holen. Ich denke, ja, da gibt es schöne Kettchen, auf jeden Fall. So, bis dann. Tschüss.